Liebe Freunde der großen Kleinbahn, ja, ich weiß noch gar nicht, also eigentlich ist das jetzt Mittwochsvideo. Mittwochsvideo bedeutet, ich sitze im Auto, ich rede in mein Handy. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich das am Mittwoch veröffentlichen werde, weil heute ist Donnerstag. Morgen kommt der erste Teil, also für euch wahrscheinlich irgendwann vorige Woche oder was auch immer. Oder ich lade es heute Abend noch hoch und dann wird es halt ein Donnerstagsvideo heute, das weiß ich noch nicht. Aber zum Thema. Morgen kommt der erste Teil, also für mich morgen, kommt der erste Teil von Fremdtreffen in Magdeburg raus. Da das sind insgesamt 3 Filme geworden. Das weiß ich, was ich da im ersten Teil erzähle. Da wusste ich noch nicht, dass es 3 Videos wären. Das ist ja, also Fremdtreffen ist sowieso nicht so häufig, also es sind ja immer irgendwo in Europa, ist immer fast jeden Wochenende irgendwo ein Fremdtreffen, aber eben in ganz Europa und das auch zu völlig unterschiedlichen Themen, und wobei H0 wahrscheinlich noch das häufigste ist, aber es ist jetzt, ja, es ist irgendwo, wenn irgendwo ein Treffen ist, ist schon noch was Besonderes. Aber es gibt ab und zu Treffen, die sind dann noch besonderer als diese besonderen Treffen. Und das war in Magdeburg, weil ich habe ja das Treffen mit der größten je aufgebauten H0-Strecke habe ich ja teilgenommen. Das war in Alsfeld. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Jahr. Da war, glaube ich, die ganzen Module aneinandergereiht. Waren irgendwie über 2 Kilometer. Also schon die Hauptbahn alleine, die ging also außen rum. Wenn man das in Hauptbahnzug hatte, man war eine Weile unterwegs. Und also die Fitness-App hätte dann danach, also nach dem Treffen, hätte die Beifall geklatscht, weil man da viel spazieren gegangen ist. Ne? Weil man ja die Hauptbahn dann wahrscheinlich nicht bloß immer abgegangen ist und die Nebenbahnen waren ja zusammengenommen noch viel länger. Ja, irgendwie muss man ja auf die über 2 Kilometer kommen. Das ist heute nicht mehr so. Liegt einfach daran, dass sich auch die H0-Gruppen so ein bisschen aufgespalten haben. Und Epoche 2 ist eine dieser Abspaltung. Ne? Das hat alles Vor- und Nachteile. Das hat den Nachteil, dass die Treffen nicht mehr so groß werden. Das hat den Vorteil, dass man innerhalb der eigenen Gruppe auch, sagen wir mal, die Normen ein bisschen besser beeinflussen kann, als das jetzt sozusagen in der großen Runde ist. Also bei uns ist eben, wir sind jetzt da eben bei RB25 komplett angekommen. Das gilt meines Wissens zum großen Teil auch für die anderen H0-Gruppen, weil ich weiß, dass es da ja Theater gab, also nette Theater nicht, aber es gab einen kleinen Unfall, das sehen wir dann im, glaube ich, zweiten Video, wo also ein Wagen, der nicht RB25 hatte, dann seinen kleinen Unfall verursacht hatte. Ja, so viel zu Magdeburg. Ich hoffe, ihr habt da viel Spaß dabei, weil das kommt so schnell nicht wieder. Theoretisch eigentlich in 3 Jahren, weil das war das 40-jährige Jubiläum, was aber nicht zum Jahrestag durchgeführt werden konnte, wie so vieles, Stichwort Corona. Und im letzten Jahr gab es ein paar organisatorische Dinge. Das sollte eigentlich wieder in Riesa stattfinden, wo auch das letzte Jubiläumstreffen war. Und da gab es aber Einzelheiten kenne ich da nicht, da gab es irgendwelche Probleme, wo dann der Fremo gesagt hat, nee, machen wir nicht, wir suchen uns was Neues. Und das war die Messe in Magdeburg. Und da waren wir in 3 Hallen und haben Fremo-Treffen gemacht. Also eigentlich viele Fremo-Treffen gleichzeitig. Ja, so viel zu Magdeburg. Das nächste Treffen ist
in Großpösna bei Leipzig, das ist also das traditionelle Leipziger Treffen. Da wurde schon wieder darauf hingewiesen, es gibt sehr viele Anmeldungen. Das heißt, es ist nicht so viel Platz für Besucher. Bisher hat sich meines Wissens noch niemand bei mir gemeldet. Ich denke aber mal, dass ich, also wenn sich noch jemand meldet, also ich denke mal, zwei Leute kriege ich, ne, kriege ich da noch mit. Das ist, zumal sich in Zeuthen hat sich ein Kollege gemeldet, der also wirklich so mit den Gedanken gespielt hat, in Fremo schon einzutreten. Auch so ein bisschen aufgrund meiner Videos. Und der wollte sich eigentlich melden. Der hat sich, also ich weiß nicht, ob ich das übersehen habe irgendwo oder das. Na komm, einigt euch hier vorne. Da ist irgendein Unfall passiert. So, gut, zurück zum Thema. Ja, wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, also da, wenn ihr interessiert seid, meldet euch bei mir. Zwei Leute kriegen wir hoffentlich schon noch unter. Na, das ist normalerweise. Also ist das Treffen findet ja auch nächstes Jahr wieder statt. Ne? Also ihr guckt ja jetzt mein Video oder guckt meine Videos. Das Geheimnis, in so einem Fremo-Treffen teilnehmen zu können, ist anmelden. Ne? Also auch für Leute, die da nicht Mitglied sind. Interesse bekunden und anmelden. Ne? Und es ist heute schon klar, dass im nächsten Jahr irgendwann November, Dezember in Leipzig das Treffen stattfindet. Und dass irgendwann, ich glaube im Mai, genauen Termin habe ich jetzt nicht, in das andere Epoche 2 Treffen in Bardewijk stattfindet. So, wer da in der Nähe wohnt und mit dem Gedanken spielt, der kann sich jetzt, ne, zum Beispiel unter diesem Video, bei mir melden. Und der kann sich auch vernünftig anmelden. Und dann ist er mit dabei. Also so diese Geschichten, wenn ich dann immer so, ich weiß gar nicht, wo das jetzt war. Das war allerdings nicht unter meinem Video, sondern das war unter dem Video von der Frau vom Erdbeerkopf. Da hatte eben auch wieder jemand geschrieben, ja, das ist so ein elitärer Verein und ja, die sind unter sich schon auch. Und, es ist immer wichtig, es ist keine Ausstellung. Es ist eher so ein Mitmach-Event. Ne? Das heißt also, man kommt da nicht mit Kind und Kegel, es sei denn, das Kind ist schon ein bisschen älter. Ne? Und guckt Ausstellung, also so, was weiß ich, wie Miniaturwunderland. Und, sondern man meldet sich vernünftig an und dann geht das alles seinen Gang. Ja, und dann ist man mit dabei. Es ist natürlich für diejenigen, dann muss ich auch, den Satz sage ich jetzt heute auch nicht zum ersten Mal, für diejenigen, die im Gedanken, mit den Gedanken spielen, ja, Fremo, das könnte vielleicht was für mich sein. Ist immer ganz wichtig, wenn ich auch selber Module bauen will. Viele denken, ja, ich muss da ein Modul mitbringen. Nee, musst du nicht. Musst du mal selber mitbringen. Und gute Laune und ein bisschen Spielfreude und ja, so eher so positive Dinge. Ja? Und ganz wichtig ist, bevor man anfängt selber zu bauen, beim Aufbau und beim Abbau mit dabei zu sein, das ist wichtiger als die Facherei dazwischen. Einfach deshalb, weil man da die ganzen Fehler, die die anderen, also ich auch, ne, die anderen alle gemacht haben, die kriegt man da zu Gesicht und kann sie vermeiden. Macht sie nicht selber nochmal. Ja, das ist so, ja, wie mache ich das mit der Elektrik? Wie verbinde ich die Module miteinander? Was nehme ich für Holz? Wie dick sollte das Holz sein? Manche, die bauen eben da irgendwelche Schwerlastmodule, die dann nicht so sonderlich rückenfreundlich sind beim Aufbau. Und was, da gibt es viele, viele Sachen, die
die man falsch machen kann. Ich bei mir zum Beispiel ist, ich habe meine, also nicht alle, aber Teil von meinen Kurven, die habe ich mit Küchenpapier tapeziert, weil das dann schön glatt ist. Ja, irgendwann löst sich das halt wieder ab an den Modulkanten. So. Ja, was macht man da? Ne, reißt man es runter und macht es neu oder irgendwie so. Ne, also teilweise habe ich das schon gemacht, teilweise habe ich dann versucht, das hier anzutackern und was weiß ich was alles. Also das sind so alles Sachen, die, wenn ich heute neu bauen würde, und Possendorf ist es ja neu, ne? Und Possendorf muss ich dann auch noch herauskristallisieren, was wir dann alles falsch gemacht haben. Ne? Da ist jetzt, dafür ist der Bahnhof noch zu jung, um da jetzt die großen Fehler zu erkennen. Ja, das ist soweit dazu, weil da kriege ich eben immer mal Anfragen. Es ist häufig so, dass die Anfrage kommt, ich dann aber, wenn es dann soweit ist, ich das dann wieder vergesse. Ich vergesse halt viel, das ist leider so. Und ihr müsst mich daran erinnern, ne? Wenn da irgendwie, wenn ihr euch angemeldet habt oder so und ich reagiere nicht, und dann schreibt halt noch einmal, noch einmal und noch einmal. Ne? Ich habe jetzt heute auch überlegt, ich habe ja mein Discord. Und Discord ist das Problem, dass das ein bisschen, das ist halt ein bisschen kompliziert. Also es ist nicht kompliziert, aber es ist eben, man muss sich eben auch wieder irgendwo anmelden und naja, dann muss man sich mit der Oberfläche zurechtfinden. Und für mich ist Discord immer so Facebook in klein. Weil alles, was bei Facebook geht, geht auch bei Discord. Aber ich habe eben nicht die große Runde. Ne? Also das ist wie so, als würde man jetzt die Modellbahngruppe aus Facebook rausschneiden. Und hat den ganzen anderen Quatsch nicht. Also so die täglichen Äußerungen von diversen Leuten auf der Freundesliste, was habe ich heute gegessen, ne? Oder irgendwelcher politischer Quatsch, wo man sich am Kopf greift und denkt, ist der noch normal oder hat er einfach unüberlegt Klick gemacht, wie es meistens der Fall ist. Ja, das hat man da alles nicht. Stattdessen hat man quasi so eine Art Telefon, Chat, also Audio- und Videochat. Also man kann auch auf Discord eine Videokonferenz machen. Also haben wir alles schon ausprobiert, hat alles funktioniert. So, das ist Discord. Wer sich dafür interessiert, gibt es irgendwo bei mir auf dem Kanal. Es gibt auch ein Video, irgendein Discord-Erklärvideo. Da ist so ein Einladungslink, da klickt man drauf, ist man bei Discord. Uff. Platz ist man da. Sollte es irgendwelche Probleme geben, technischer Natur, gerade mit dem Einladungslink, die sind irgendwann mal veraltet, dann funktionieren sie nicht mehr. Ich kann es ja nicht überprüfen, ich bin ja schon dort. Dann müsst ihr einfach mal irgendwo schreiben, dann mache ich mal einen neuen. Ja, und was ich aber überlegt habe, weil Discord eben so kompliziert ist, ist WhatsApp-Liste. Das hat mir WhatsApp heute angeboten. Ich möge doch eine WhatsApp-Liste anlegen. Und ich habe das Standard immer lange da ablehnt gegenüber, weil es eben immer, man ist eben, was weiß ich, auf Arbeit in irgendeiner Dienstberatung oder was auch immer. Und dann macht das Telefon dann da ein Bing, weil irgendwer irgendwas schreibt. Und meistens ist es irgendwas Sinnloses. Aber ab und zu kommen eben auch mal richtige Informationen. Das Wichtigste ist bei sowas, dass man Kontakt hat. Und so eine, das lässt sich natürlich auch stumm stellen. Ne? Also ich habe da die WhatsApp-Listen, die so am meisten, und dann früh erstmal 20 Leute Moin sagen, was völlig sinnlos ist, ne? Weil dann 20 Mal das Telefon Bing macht. Also die habe ich stumm gestellt, da gucke ich halt jeden Tag mal rein oder jetzt alle zwei Tage und gucke, wer da alles Moin gesagt hat und wer dann mal was Interessantes da reingesetzt hat oder geschrieben hat. Ich könnte mal machen. Ja,
Also ich habe da meine Meinung geändert, das WhatsApp ist noch nicht so schlimm. Also es wird wahrscheinlich demnächst eine Poisentalbahn WhatsApp-Liste geben und wer da Lust und Laune hat, der kann sich da gern beteiligen und wer da keine Lust dazu hat, der beteiligt sich halt nicht. Ja, es ist ein Versuchsballon, ich schaue einfach mal, ob das was wird. Also das, ich habe es heute, ja, auf Arbeit ist sowieso blöd, ne? Also da sollte man eigentlich arbeiten. Aber ich mache es dann vielleicht heute Abend zu Hause oder nächste Woche oder mal sehen. Ne? Also das wird es demnächst geben. Ja. Naja, und dann ist das Jahr fast zu Ende. Es gibt wie gesagt noch ein paar Videos. Ja, Zeuthen. Ist, glaube ich, das Endvideo geworden. Also Zeuthen war für mich auf der Endseite natürlich sehr interessant, auf der anderen Seite der totale Reinfall. Sehr interessant deshalb, weil Zeuthen immer interessant ist. Ne? Und Reinfall deshalb, weil ich wirklich fürchterlich, weil es mir fürchterlich ging. Also ich habe ja ich habe Corona gehabt und es aber nicht gewusst, weil ich keinen Test hatte. Also ich bin da hingefahren, habe dort aufgebaut, da ging das noch gut. Am Donnerstag, am Freitagabend fing es im Hals an zu kratzen. Da habe ich dann, was weiß ich, das erste Hustenbonbon genommen. Oder fing es am Donnerstag schon, das ist ja auch egal. Jedenfalls bin ich dann dort in der Apotheke und habe dort Zeug geholt, was man bei Erkältung holt. Hab den Sonnabend, das war der Tag der offenen Tür, wo ihr hoffentlich alle da wart. Wenn ihr nicht da wart, dann ärgert euch bitte. Ja. Ihr habt was verpasst. Weil das ist ja nicht jedes Jahr, das ist ja auch. Und das Zeuthen ist so ein bisschen, das kriege ich zumindest immer zu hören, das ist das Problem, dass die Leute jetzt auch nicht den allerbesten Altersschnitt haben. Und. Also einer war schon im Rollstuhl da, ne, der jetzt nicht aus Altersgründen im Rollstuhl war, sondern weil er krank war. Und es ist eben die Frage, wie lange das es das dort noch in dieser Form noch gibt. Und ob die Ausstellung, die jetzt war, die ja keine vollwertige Ausstellung war, sondern eben nur ein Tag der offenen Tür. Also die haben dort, weiß ich, 2 Wochen oder so waren die dort und haben dort eben gebaut und gefahren und also bei denen ist das immer ein bisschen länger. Wer da vielleicht Interesse hat, also vielleicht suchen die da in Zeuthen auch neue Leute, keine Ahnung, das ist ja der Heimatverein dort. Der kann sich da beim Heimatverein wenden oder er kann dann mal den Kanal Immer schlecht gelernt da mal anschreiben, wie es aussieht. Also das sind eben, ja im Prinzip, das sind Fremdmodule, die die haben, also das Fremdnorm. Aber die fahren halt ohne Fahrplan, ohne Wagen und Frachtkarten und alles. Die fahren eben einfach im Kreis. Ne? Also das sind vorne und hinten eine Wendeschleife. Das ist quasi das Betriebskonzept von Nordmodul, aber mit Fremdmodulen. Ne? So läuft das dort. Ja, aber wer jetzt gerne irgendwas baut oder einfach nur dabei sein will und die Leute unterstützen will, also da kann ich auch, also wenn ihr in der Nähe von Berlin wohnt oder noch besser in Zeuthen natürlich, dann kann ich euch das nur ans Herz legen. Weil es ist ja so, ist es ja bei mir gewesen, ich bin Modulbahner geworden. Also ich habe ja 2 Dinge gleichzeitig gemacht. Ne? Also ich bin quasi Vereinsbahner geworden, wo ich in einem Verein war, also in einer Gruppe in einem Verein, der 2 Großanlagen betreut hat. Ne? Und auch da kann man natürlich auch mal seine Privatfahrzeuge kreisen lassen, wenn das vom System her funktioniert. Und das hat funktioniert. Also ich habe an manchen Wagen immer noch irgendwelche Magneten dran, weil das dort eben so lief. Ne? Die Blockstellen wurden eben besetzt und freigemeldet mit den Magneten. Ähm
Ja, und das und Modulbahner bin ich, weil sozusagen die eigenen Sachen, die ich selber bauen wollte. Ne? Als Vereinsbahner muss man ja meistens bauen, was die anderen wollen. Ja? Also das Konzept ist ja meistens schon da, wenn man im Verein als Neuer eintritt und nach, weiß ich nicht, 20 Jahren kann man vielleicht mal selber ein Konzept entwerfen. Vorschläge machen und weiß ich nicht, also so lange war ich nicht in dem Verein. Ja, und mit der Modulbahnerei ist eben immer das Thema, die eigenen Pläne sind größer als der vorhandene Platz. Oder man will keine engen Radien, man will dies nicht, man will jenes nicht. Ne? Und deshalb baut man Modulbahnen, weil da passt das eine Modul auf den Schreibtisch. Und ja, also auch die Zeutner, die haben eben ihre Berliner Strecke. Das ist praktisch die Bahn von Berlin über unter anderem Zeuthen nach Görlitz. Das ist sozusagen die Bahnstrecke, die dort das Thema ist. Es gibt aber dann auch Nebenbahnen. Also man muss da die Hauptbahn, das ist ja auch alles ein bisschen aufwendig und meistens, wie gesagt, groß. Es gibt da auch eine Nebenbahn, ja, die man dann bespielen kann. Ja, sehr viel dazu. Also Zeuthen, ne? Ärgert euch, wenn ihr nicht da wart. So, wenn ihr da wart, und ja, meldet euch gerne mal. Also das, ja. Wäre schön. Vielleicht unter diesem Video. Vielleicht in der WhatsApp-Liste. Wer weiß, wer weiß. Gut. Ja, nächstes Thema. Haben wir noch ein Thema, während ich hier jetzt an der roten Ampel zum Halten komme, die jetzt umschaltet, sodass ich weiterfahren kann. Hinter mir fangen sie schon an zu drängeln, weil ich so langsam unterwegs bin. Ja, nee, das war eigentlich im Großen und Ganzen alles. Also wir hatten, also hier so Leipziger Treffen hatten wir. Wir hatten das, was jetzt so die letzte Zeit passiert ist. Achso, Ausstellung Bonner habe ich. Habe ich jetzt ganz vergessen. Wird es nächstes Jahr wieder geben. Da gibt es auch schon einen Termin, irgendwann so Mitte Oktober. Wenn ich das jetzt hier richtig in Erinnerung habe. Es ist natürlich nie sicher, dass man dabei ist, weil natürlich vom Veranstalter her dann immer die Fragestellung ist, man muss ja, kann ich jedes Jahr die gleichen Leute einladen, aber so langweilig, man muss ja immer mal jemand anderes einladen. Und da weiß ich natürlich jetzt nicht, ob ich da quasi bei der Rotation dabei bin oder nicht. Ich biege einfach mal hier ab. Ob ich hier falsch bin, ich fahre jetzt ohne Navi. Jetzt war ich schon 100 Mal lang gefahren, aber naja. Ich glaube, ich bin richtig. Ja, wenn man so ins Kamera rennt, ist man manchmal so ein bisschen, da ist man schon ein bisschen abgelenkt. Also man kriegt schon mit, was auf der Straße passiert. Aber das, ich habe mich auch schon mal verfahren. Bei irgendeinem Video, bei irgendeinem Mittwochsvideo habe ich mich mal verfahren. Da habe ich dann im Video, habe ich dann rumgedreht und ja, gut, anderes Thema. Ja, Bonner ist also auch da, kann ich euch, das ist noch lange hin, da braucht euch nicht anzumelden, das ist eine ganz normale Ausstellung, da fahrt ihr hin und seid einfach da. Es gibt auch dort Parkplätze in der Nähe, weil da da ist irgendwie der Fußballplatz ist dort in der Nähe. Und gut, wenn Fußball ist, weiß ich nicht, wie viel dann in Bonn zu Fußball kommen. Ich weiß gar nicht, in welcher Liga die spielen, da bin ich zu wenig Fußballfan. Ob der da voll ist, aber kann ich mir nicht vorstellen. Also da findet man schon was, wer mit dem Auto kommt. Es gibt ja eine Zugverbindung nach Bonn. Na, also zumindest von Leipzig aus oder irgendwo aus dem Süden, von Chemnitz aus. Und ja, da möchte ich euch auch einladen, aber das erwähne ich sicher nochmal in einem der folgenden Mittwochsvideos. Nö, ansonsten sind wir eigentlich durch. Wenn mir noch was einfällt, dann
mach einfach noch ein Video. Ne? Also dann seht ihr mein Gesicht. Ja, Mann, mach mal. Gut, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch einen schönen Abend. Und ja, macht was draus aus dem Abend. Bastelt was Schönes. Ja, ansonsten, wer jetzt hier so zufällig reinrutscht und hat meistens nicht bis hierher durchgehalten, wer doch. Also dieser Kanal ist abonnierbar, das ist technisch möglich. Ne? Und es ist auch technisch möglich, dass man da auf diesen Daumen-hoch-Button klickt. Ne? Das fördert so ein wenig den Kanal. Ich habe ja hier keine Kanal mit, also noch nicht. Ne? Keine Kanalmitgliedschaften, wo man dann irgendwie sein Fantum dann mit Geld bezahlen muss. Also nötig habe ich es nicht. Ich kriege ein bisschen Geld von Google so im Monat dafür, dass ihr die Werbung ertragt. Ja. Die, wenn ich sie nicht aktiviert hätte, Google von selber aktivieren würde. Und dann kriege ich nichts. Also das sehe ich dann noch nicht ein. Also das, ja, sehr viel dazu. Also wie gesagt, einen schönen Abend und macht was draus.